Ja, ich möchte gerade mal eine Idee vermitteln, und zwar betrifft sie die sogenannte innere Stimme, die Bedeutung der inneren Stimme. Manche von uns hören die, manche schon seit frühesten Kindertagen, bei manchen hat sie sich später gemeldet oder bei manchen wurde sie später wahrgenommen. Andere hören vielleicht nur andere davon reden und wissen nicht, was sie meinen oder können sich vorstellen, dass es das gibt, aber haben das für sich selbst nicht erfahren bisher. So, ich mache das an einem Beispiel, was die innere Stimme bedeutet. Stell dir mal vor, ich lese Zeitung, diese, diese und diese und diese, und ich sehe Programme im Fernsehen, das und das und das und das. Und wenn ich mir die alle nebeneinander halte, die Aussagen, so bin ich verwirrt in meiner Vernunft- oder verstandesmäßigen Wahrnehmung. Es gibt so vieles, was nicht zusammenpasst. Jemand sagt mir dies, ich höre mir diese oder jene an. Jemand sagt mir anderes, ich muss die Entscheidung treffen. Wie treffe ich die Entscheidung? Wer hat denn recht? Jemand mit der angenehmeren Stimme? Das spielt sicherlich eine Rolle. Die Stimme sagt sehr viel, ob gelogen wird oder nicht gelogen wird. Jemand mit dem angenehmeren Gesicht und vielleicht der angenehmeren Stimme? Gesicht und Stimme gemeinsam sagen sehr vieles darüber, ob gelogen wird oder ob es authentisch ist. Ob jemand unter Druck steht, ob jemand frei ist. Sagt jemand anderes, sage ich etwas anderes, mein Inneres, dann kann ich hören, meine innere Stimme bringt mich dazu, mich so zu entscheiden. Ich glaube also dem und dem und jenem und anderen weniger oder gar nicht oder sehe es sogar ganz grundsätzlich anders. Und spreche ich oder sprichst du etwas Abweichendes, so könnte es so weitergehen, dass wir fragen, kannst du es konzedieren, kannst du es erlauben oder zulassen, dass ich der meinen inneren Stimme glaube und vertraue, unabhängig davon, was sie deine dir sagt, dass ich meine nicht überhöre oder ihr nicht glaube, weil deine Stimme etwas anderes sagt. Kannst du das akzeptieren? Kannst du es verstehen? Darf es sein? Auf weitere Sicht voraus kann es ja doch ohne weiteres sein, dass deine oder meine innere Stimme sich als Irrtum bezüglich ihrer Aussage erweist. Wenn ich dazu stehen kann, dann kann ich sagen, mein Inneres hat mich diesmal nicht gut beraten. Oder mein Inneres hat mich wieder hervorragend beraten, wenn ich sehe, was um mich herum geschieht. Dies und jenes ist möglich. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir den Glauben an unsere innere Stimme geprüft haben, dass wir einander in einem Abgleich begegnet sind und dass wir einander akzeptieren und annehmen, so wie wir sind. Auch wenn wir inhaltlich unterschiedlich sind, so können wir doch durchaus Freunde sein. Möglicherweise sogar ganz besonders gute, weil wir einander Anregungen geben, auf die wir alleine nicht gekommen wären. Erst im Wechselgespräch kommen wir zu einer vernünftigen, in Anführungsstrichen, oder zu einer sich gut anfühlenden Aussage. Und ich stelle mir das jetzt mal so vor. Wir sind alle, also zum Beispiel derzeit fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde, stimmen in einem Konzert. Dieses Konzert wird von einem großen Orchester gegeben. Jeder von uns darin hat eine Stimme. Manche können mit verschiedener Stimme singen. Ja, jemand kann mit hoher Stimme singen, kann aber normalerweise mit einer normalen, tiefen Stimme singen. Beides ist ihm möglich. Also wir sind Stimmen, die in einem Orchester zusammenklingen. Und ich sehe jetzt so ein Orchester vor mir und sehe, von dem einen Instrument gibt es viele. Es gibt ganz viele Violinen, ganz viele Bratschen. Triangeln muss es bei weitem nicht so viele geben. Da genügt möglicherweise zwei, drei oder eine nur oder auch eine Harfe.
Und ich kann auch dann ausrufen, hör mal, wir sind alle Stimmen im Konzert und wie könnte ich erwarten, dass eine Violine singt wie eine Klarinette? Ersetze die Instrumente durch die verschiedenen, die wir kennen. Violine muss Violine singen. Das wäre schade, wenn sie Klarinette sänge, wir bräuchten sie nicht Violine nennen. Es braucht also beide und alle. Wenn ich das jetzt unter Auslassung ganz vieler gedanklicher Zwischenstufen einfach mal direkt runterbreche auf das, was wir in unserer Welt an Auffassungen, an sogenannten Meinungen oder Wissensbekundungen hören und erleben, da wäre es für mich eine furchtbare Vorstellung, wir würden alle mit einer identischen Stimme sprechen. Kannst du verstehen, was ich meine? Wir brauchen die verschiedenen Stimmen. Wir brauchen die verschiedenen Stimmen, die nicht nur aus den verschiedenen Kontinenten und Ländern und der verschiedenen Völker und Volksgruppen verschieden stimmen oder klingen. Auch die verschiedenen Traditionsgruppen müssen auf ihre Weise klingen. Ich möchte in Deutschland weder auf die Ostfriesen noch die Bayern verzichten. Und diese anderen, die Hessen, die Niedersachsen, die Ostsachsen und so weiter und so fort, die muss es alle geben. Meine Welt will nie die Welt von Klonen sein, die alle gleich sind. Und deswegen vertraue ich meiner inneren Stimme. Und übrigens kann ich dazu sagen, ich höre sie seit Kindertagen. Irgendwann wurde sie mir bewusst. Und ich habe oft erlebt, dass ich meiner inneren Stimme zuwiderhandelte. Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich nur sagen, wenn ihr sie hört, dann hört ihr zu und folgt ihr. Und wenn die innere Stimme so spricht, dass du nicht folgen magst, dann verharre, bis es soweit ist, dass du ihr folgen magst oder die innere Stimme sich so entwickelt hat in ihren Aussagen, dass es jetzt dann passt und dann erst geh los. Soweit einmal ein paar Gedanken zur inneren Stimme. Viel Spaß am Leben und mit demselben und miteinander. Menschen sind mitmenschliche, konzertante Wesen.